Oh. Hier ist nichts drin, okay. Könnt ihr mal aufhören, mich aufspießen zu wollen? Das ist nicht sonderlich nett. Ja, genau. Das sieht jetzt noch creepiger aus, wie die komischen Puppen da im Wasser liegen. Achso, das sind die beiden Mimikkisten, die sie respawnt. Hm. Oh, eine Bombenkanone. Aber dazu müssen wir erstmal wahrscheinlich das Wasser wieder runterlassen. Erstmal das hier aufmachen. Knochen S. Hm. Bin ich da jetzt durchgegangen? Jetzt bin ich durchgegangen. Na dann. Da wollte ich sie nicht hinhaben, die Bombe. Sondern eher da hinten hin. Das war schon wieder daneben. Ah, ich kann keine neue zeichnen, weil eine gerade hier im Wasser rumdümpelt. Zeichnet immer daneben. Ach, ein Fragment der Sonne. Na, wenigstens etwas. So, von hier aus würde ich da zurückkommen, aber ich glaube, wir müssen da weiter. Ah, da ist der Schlüssel, okay. Hm. Komm, lass mich noch eine Bombe abfeuern. Nö. Na, noch eine. Okay, das so geht das ganz langsam. Also können wir noch eine abfahren. Bingo. Schön wieder, wieder. So eine Perle. Haben wir erhalten. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier hinten weiter. Hier wollen uns aber die Geister nerven. Na komm. So kann man auch gut die Mondszene machen.
eine verstreute Perle. Tinte, das ist immer gut. Essen für den Magen ist genauso gut. Wohoho. Es ist nett, dass du mich hochhebst. Irgendwie habe ich aber nicht das Gefühl, dass ich unter deinem Maul kommen sollte. Wow. Hör auf, mal so aggressiv zu sein. Ernsthaft? Kann ich von hier aus einen Mond zeichnen? Nö. So, die Frage ist jetzt ehrlich, wie kriege ich das dahin? Ich kann nämlich von hier nirgendwo einen Mond oder so zeichnen. Hilft vielleicht Wind? Nö. Hier frisst eine Bombe. Interessiert ihn auch herzlich wenig. So, es klatscht da wieder. Hanf, wo bist du? Danke. So. Das klappt doch ganz gut. Ja, das Problem ist, wir kommen so nicht darüber. Mist.
Ja gut, dann gehen wir den komplizierten Weg nochmal. Ja, das war der überkomplizierte Weg. Ich habe halt vor seinem Face ein bisschen Angst. So. Mehr kannst du auch nicht mehr tun. So, machen wir wieder dunkel. Und wir können, denke ich mal. Das hier jetzt nutzen, um hier hochzukommen. Ja, genau. Was aber auch bedeutet, dass wir hier unten gegen den Burschen kämpfen müssen. Na, oder auch nicht. Irgendwie hat er keinen Bock. Au, aber wer kann uns immer noch wehtun? Irgendwie habe ich so das Gefühl, mit den beiden Stachelfestern hätten wir ihn ausschalten können oder so. So, die Kanone hatten wir ja schon benutzt. Hier ist nur Wasser. Hier für dein Auge. Er hatte keinen Bock, er verschwindet so. So, so viele Truhen. Ich sollte nicht in der Nähe sein. Wenn es explodiert. Du siehst noch aus wie eine Mimik. Au. Eine verstreute Perle. Das ist okay. Lackwarenset ist auch okay. Das heißt wahrscheinlich, die Truhe enthält das Wunschzepter. Was ist das? Endlich mal etwas Interessantes. Warte, das ist ein Wunschzepter. Habt ihr das gesucht, hübsche Braut? Damit kann man zwar Leute schrumpfen, bis sie so klein sind wie die Spitze einer Nadel. Sicherlich ein Gegenstand mit großer Macht, aber er bietet keine Lösung für Königin Mikos Gebete für Frieden. Irgendjemand anderes hatte kürzlich die Spitze einer Nadel erwähnt.
Ach genau, es war dieser mächtige Prophet Wacker in der Stadt, sei an. Erinnerst du dich? Er sagt so etwas wie, sogar die beste Verteidigung hat ein winziges Loch vor der Größe einer spitzen Nadel. Ich frage mich, von was er da gesprochen hat. Amaterasu, es scheint so, als wäre das, wonach ich gesucht habe, nicht auf dem Schiff. Unglücklicherweise müssen wir ohne diesen Gegenstand gehen. Ach, sei nicht so traurig, hübsche Braut. Das Meer ist ein großer Ort. Du wirst schon irgendwo finden, was du suchst. Das mag schon sein. Aber jetzt runter ins Meer zu gehen, wäre Selbstmord. Nur solange der Wasser da ist, ist es... Meine Güte, alle erzählen anderen von dem Ding. Man könnte annehmen, der Wasserdrache regiert hier Hiroshima-Küste oder sowas. Nun vergiss nicht, wir haben die Chefin Ami bei uns. Lass uns zurück und uns die Sache noch einmal in der Stadt überlegen. Ich habe genug von diesem Schiff. Ja, was wir wohl mit dem Ding anfangen sollen. Ich weiß ja nicht. Oh, kriegen wir eine Cutscene zurück in die Stadt direkt oder kommt jetzt? Kannst du denn nicht schneller schwimmen, Amaterasu? Hä? Was habt ihr denn? Erwartet Braut? Ami ist ein Wolf und kein Schnellboot. Woher weiß man in der Zeit, wie Schnellboote sind? Isun? Oh, ich verstehe, Braut. Du willst auf die Toilette, stimmt's? ist schon okay. Und es ist nichts als die weite offene See um uns herum. Es guckt auch niemand. Komm schon, das machen doch alle. Du verstehst nicht. Die steigenden Wellen sind ein Zeichen, dass er kommt. Wir werden schutzlos sein, wenn er uns hier angreift. Und schon geht das wieder los. Wenn er da ist... Wenn er das ist. Der Wasserdrache, stimmt's? Wenn er das ist, werden wir uns um die Bestie kümmern. Er wird den Tag bereuen, an dem er sich mit uns angelegt hat. Mit uns anlegt. Was zur... Wo ist denn das Ding hergekommen? Ist das der Wasserdrache? Darf ich jetzt bitte um mein Leben schwimmen? Ah, nein, 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 nein! Ah, Kamera! Hör auf mich umbringen zu wollen, Kamera. Na. Puh, was war das denn für ein Monster-Armee? Niemand hat mir gesagt, dass hier in der Gegend so etwas frei rumläuft. Und was ist mit der vollwürdigen Braut? Sie ist einfach ohne uns abgehauen. Junge, wenn wir das nächste Mal sie das nächste Mal treffen, werde ich mal ordentlich meine Meinung sagen. Dieser Hammer ist ganz von allein rausgekommen. Wow, ich hasse es, wenn Schätze einfach so wegrennen. Ihm nach, Armee. Ja, er folgt uns eigentlich fast schon. Also das mit der Kamera gerade eben hat mir echt einen Schrock eingejagt. Weil das wird wahrscheinlich genau das gewesen sein, was ich da gelesen habe mit Schwimm vom Wasserdrachen weg, aber benutzt bloß keine Seerosenblätter, sonst frisst er dich.
Benutzt die bloß, um ja, um Energie zu tanken. Aber renn gleich weiter. Ah, gut. Genug für meine Nerven für heute. Wir speichern und dann sind wir weg hier. So, also. Bis zum nächsten Mal.